Was geht ab? Fahrt ihr wieder am Start? Freunde, heute zeige ich euch meine drei Lieblingstracks von Welleritzstraße. Der eine oder andere hat schon gepumpt, ich auch. Und ja, Enno hat gute Arbeit geleistet. Komplettes geiles Album, habe ich gefeiert, höre ich immer noch. Und ja, ihr könnt gerne nochmal raten, was meine Lieblingstracks sind von den, von Welleritzstraße. Und ihr könnt nebenbei eure drei Lieblingstracks in die Kommentare schreiben. Okay, let's go. Und ja, was gibt's noch zu äußern? Ja, genau, ich habe ein Unboxing gemacht zur Welleritzstraße. Falls du noch nicht reingezogen hast, gönn dir das Video, ist knusprig geworden, reingeschissen wie Chicken Wings. Okay, auf jeden Fall, let's go, mit dem ersten Track. Yeah. Kopfgeld. Kopfgeld. Du fickst die ganze Stadt, also, Also ich muss sagen, das gefällt mir sehr. Der ein oder andere wird immer sagen, so, warum immer so, nicht mehr so... Ja, doch, düster. Viele mögen das, wenn der Enno eher so ohne Autotune, ohne dies, das, Schnüggeles macht, Schnüggeles. So eher, so weißt du, nicht so für jeden gedacht. So eher die wahren Fans, die von der Straße kommen, die Tracks. Er hat so welche Tracks drauf, aber natürlich weniger als, wie man es erwartet vielleicht. Aber ich muss sagen, Kopfgeld gefällt mir sehr und der Feature-Gast, kommen wir auch gleich zu Azad, ne, hat auch abgeliefert. Wenn jetzt mal bei dir die besten Schnaps gehen. Und den Haufen auffrissen, wenn sie schießen am Blick. Schädel prallt Schuss ab, du rippst jeden ab. Und dein Oster fickt mit SB und Chapo Guzman. Boah, Chapo Guzman, so wie das gesagt. Also er betont sehr schön. Das kann er echt gut, wirklich. Also da ist er wirklich talentiert und so. Der hat auch saubere Parts. Oder der betont das in dem, ja, in dem Mic so schön rein. Gefällt mir. Also vielleicht der eine oder andere hat ein bisschen was genörgelt mit dem Autotune wirklich. Aber ich muss sagen, ja... Normal klingt der gut, auch ein bisschen mit Autotune klingt der gut, weißt du? Da gibt's nicht bei mir was zu haten oder feier ich so, weißt du? Und ja, jetzt komme, oder ich versuche mal jetzt in den Part von Azad reinzukommen. Moment. Vorne ins Gesicht, ja, perfekt. Axt im Auto, aber Gartenarbeit zu verrichten. Es wird hässlich für dich, wenn du mich bekriegen willst. Also ich muss sagen, der ein oder andere fragt sich jetzt, wie hörst du überhaupt Musik, wegen gerade war so ein Kratzer drin. Da ist eine Box, Bluetooth-Verbindung war reingeschissen. Und ja, jetzt zum Song. Ja, geiler Feature. Azad hätte ich nicht mal erwartet. Und ja, lange kam nichts von dem. So gesehen nicht so lange, aber gefällt mir sehr, dass er wieder einen Part gedroppt hat. Und ja, seine Stimme ist eh legend. Also wirklich legit, sein Großcousin, der Sipscher von Jupiter, Managoyam. Zu krass. Gefällt mir. Ich kaue keinen von den Hunden, also, nur noch meinen Spiegelbild. So viele Hunde, die im Block bellen. Sie träumen von einem Kopfgeld. Also wirklich, es gibt nichts zu haten. Ihr habt selber gehört. Zieht den Track nochmal rein in Ruhe. Und ja, kommen wir zum nächsten Track. Gianni, Gianni. Freunde. Ein Song. Da kriegt man ja schön Glücksgefühle. Ehrlich, hört sich geil an, oder? Also, geil. Featuring Rashid Moza. Bruder, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Habibi, ich kann nichts dafür, ja. Aber ich küsse dein Herz. Jane, aufgewachsen im Sumpf. Zu Hause auf der Straße. Tag und Nacht mit dem. Oh. Johnny, Johnny. Ja? Da kriegt man Bock direkt mitzutanzen, so Hallei oder sonst was. Ehrlich, zu geiler Song, Mann. Gefällt mir so. Weißt du, wenn er sein. Ich liebe allgemein so Künstler, die aus dem, aus dem Südbereich kommen oder ja, Südländer in dem Sinne, diese orientalische nutzen. Zum Beispiel, der kommt ja aus Türkei, Kurdistan, so, ne? In dem Sinne finde ich das richtig geil, wenn er so seine. Ja, diese Wurzeln aus der Türkei oder allgemein so sein, die aus dem kurdischen Musikstyle so mit in den, was ist das? mit in den Song einbringt, weißt du? Und das gefällt mir sehr. Und ja, gefällt mir. Wallah, krieg ich schon direkt Lust mitzutanzen. Ihr seht das, riech ich ab wie ein, keine Ahnung, wie ein Glücksbärchen. ich fühle. Ich glaube, das Sass, ne? Sass? Ja, vielleicht kann es auch normale Gitarre sein, aber ich weiß, ich kann den immer nicht so 100% vergleichen. Ist das? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ihr seid vielleicht Experten. Ist das ein Sass oder normale Gitarre? Schreibt in die Kommentare. Oh, sie nehmen mich hin und dann mitten im Zentrum am Hängen mit der Boa. Salam alaikum, Bram. Früher Geld gemacht mit Tüchen aus dem Profan. Ja.
ich möchte auch nicht weiter spoilen, so. Klar, der Song ist schon längst draußen und so, hat jeder schon reingezogen. Aber bitte, zieht euch in Ruhe rein. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Song. Feiert ihr den? Oder seid ihr eher so, nee, ist nicht meins. Vielleicht bist du so andere Nationalität, der sagt, nee, ich bin nicht so der orientalische, was auch immer, so, weißt du, so welche Tracks feiert. Aber ich muss sagen, ne, Wurzeln, ja, nee, ich fühle direkt so. Mein kleiner, so mein Bein geht ab. Ich wollte schon sagen, mein kleiner Lilly, ne? Aber der geht auch ab. Aber mein Bein auch so direkt, nee, ich will schon abgehen. Ja, nee, Freunde, das ist wirklich emotional. Gefällt mir so. Glücksbärchen strahlt wie ein Glücksbärchen reingeschissen. Aber, ja. Danke. Ja, ist ein emotionaler Song in dem Sinne, weil der so alles aufzählt, wie der angefangen hat zu rappen oder wie es dazu kam und so. Und ich find's, ja, mitfühlend. Doch, kann man so sagen, mitfühlend. Und das musste auf jeden Fall zu meiner Top 3 rein, weil ich bin einer so, ich fühle auch. Und ja, deswegen wollte ich das euch mal kurz rüber vermitteln. Vermitteln, was ist das denn? Deutsch reingeschissen. Aber egal, Kenneck ist da. Drück auf Record, Bruder. Guck, so emotional. Bruder, komm einfach, ich kick die Bars. Kannst du mal alles rauslassen? Einfach raus, hab ich. Ja. Geboren in der kurdischen Badewanne, Mamas Wehen kamen zwischen Brote backen und Schafe schlachten. Dreieinhalb Jahre, bis ich... Ich krieg Walla Tränen so, kennst du? Mein Vater kannte Tränen, tropften auf sie, so mal sich in seine Arme rannte. Zwei Zimmer, wo wir mit Neffen, Onkel und Tanten schlafen. Es war eine Dachetage. Eine muss ich sagen, der Beat ist schon so eher positiv in dem Sinne. Wäre das so, stell vor, so regnerisch und dann würde es eher so locker rüberbringen. Dann würde ich so, kennst du ja, Ibrahim Tatlises-Style so, ne? Ihr wisst, diese türkische Rasierklingen, yalla. Aber ich muss sagen, danke, schöner Song, emotional, gefällt mir. Ein Jahr später traf ich Levo, wir wurden Echos. Schon damals konnten wir von illegalen Machenschaften. Wo andere Kinder Gameboy spielen und Karten sammeln. War Baba wegen Papieren immer noch am Verhandeln. Hier mache ich einen Cut. Freunde, zieht euch bitte Danke rein, falls du auch so eher den emotionalen Enno sehen möchtest. Ja, und sein Werdegang in dem Sinne, wo er, ja, oder wie er angefangen hat zu rappen, wurde kurz da erläutert. Und ja, zieht euch rein. Danke fürs Einschalten. Hoffe, ich hat euch das Video gefallen. Meine drei Lieblingstracks von Weltrittstraße. Ja, bildet eure Meinung. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns austauschen, ein bisschen quatschen. Und ja, danke fürs Einschalten. Und checkt mein Unboxing ab für Weltrittstraße. Ne? Ist gut abgegangen. Euer Fatih. Hadi Allah. Brrr.